Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Und jetzt sind wir ja ganz tief unten und versuchen jetzt hier rauszukommen. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Gold Ridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation mit Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sie am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den sie bald treffen werden. Ja, okay. Die Kaiserin umbringt. Schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Was ist das? Bratschätz Aalen. Okay. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier weg. Die haben ja massig Hunger. Das sind aber auch Riesenratten. Boah. Essen sie sie komplett auf, oder? Lecker, lecker, lecker. Das ist die beste Art, um Leichen zu beseitigen. Blutige Angelegenheit. Und auch ein ziemlich grausamer Tod. Totenkopf. Oh. Viel Spaß. Zum Glück können die nicht schwimmen. Jetzt hätten wir ein Problem. Bäh. Dreckiges Wasser. Raus da. Ah, Damiens Tagebuch. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Das finde ich ja richtig geil gemacht, dass sie da so das zweite Pärchen da hingetan haben. Sieht richtig nice aus. Nein. So. Okay, hier ist nichts. Nirgendwo ist Geld oder irgendwas ähnliches. Ah. Da wollte jemand Seemann spielen. Alle ab. Das war ein schöner Köpfer. Ich weiß gar nicht, wo wir hier noch Geld finden. Geld findet man wahrscheinlich überall. Aber nicht da, wo ich suche, anscheinend. So, was haben wir hier? Eingelegter Walfleisch. Lecker, lecker. Essen wir mal ein Stück. Okay, ein paar Sprüche noch. Au. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier rein. Da. Sollen die Ratten das machen? So. Interessiert ihr euch schon für diesen Happen, oder? Na, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ja. Lecker, lecker. So. Achtung, Bürger von Dunmore. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ja, normalerweise würde es eigentlich immer heißen, ist geflohen, wir bitten bitte um Verbleib und so weiter, wo er sich aufhält.
Naja, diesmal nicht. Wir haben ja deutlich Spuren hinterlassen. Ah, Kupferdraht. Nice. Verfaulte tivianische Birne. Nun ja, die Fallen hier wollen wir nicht auslösen. Soweit kann ich mich noch erinnern. Sattala. Also, her damit. Brandbolzen. Nice. So. Und hoch. Und rüber. So. Beutel. Money. Was zu essen. Ah, das war's hier. Alla hopp. Ein Elixier. Ein Hemlock Essenz. Ach, das ist auch wieder Geld, okay. Hier spukt's. Ah, noch mehr Beute. Da klärt Zuckungen. So. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt. Und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Greenhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Nice. Die macht uns gute Dienste auf jeden Fall. Schön und lautlos. Und das hier ist doch einmal ein Bild von einem Schwert. Wenn auch ein klein vorkommt wie ein Dolch, aber es ist ein Schwert. Kann man das Ding eigentlich auch durchhauen? Ja, kann man. Oh, und da ist noch ein Beutel. Hast du noch irgendwas versteckt, oder? Nein. Ich möchte natürlich diesmal alles Geld mitnehmen. Wenn man da durchschleicht, dann ist es leider so, dass man sehr viel Geld nicht bekommt. So. Shelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Naja, ich glaube, so lange können wir nicht warten. 4, 5, 1... Ein Elixier. Und ein Juwelenkästchen mit 50 Münzen. Nice. Wieder verschlossen. So. Und wir gehen weiter. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Oh, Bastard. Nice. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. So. Mein lieber Freund. Was willst du denn jetzt machen? Ah, okay. Jetzt wollte ich nur mal kurz schauen, mit welcher Taste das nochmal war. Ist vermutlich auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Okay. Ah,
Ach ja. Rattenspieß. Lecker. Ich bin ehrlich gesagt noch nie durchs Wasser gegangen. Durchs Wasser kann man ja sicherlich auch. Ob ich immer meinen eigenen Weg gehabt, vor allem wenn ich geschlichen bin. Nun ja. Den werdet ihr vermissen. Aber... tja, Pech gehabt. Wo ist denn der andere? Lautlos. So. Können wir da eigentlich durch? Nein. So. Noch mehr Geld. Und jetzt müssen wir nach da drüben. Alle ab. Alle ab. Und alle ab. Hier beim Rehnhafen soll mein letztes Heim sein. Es stinkt beim großen Nichts, aber der Hexenfischerntopf meiner Großmutter wird den Geruch vertreiben. Ich erinnere mich daran, von diesem Fluss aus auf das weite Meer zu segeln, ins gleißende Sonnenlicht, über den azurblauen Wasser. Ich war gerade mal 15 Jahre alt und unsere Netze waren immer bis zum Bersten gefüllt. Ach, die alten Zeiten, bevor alles im Bach runterging. Jetzt erwarte ich nur noch die Stiefel der Wache gegen meinen Kopf. Die Zähne der Ratten an meinen Knochen. Oder das Zittern der Seuche überall auf meiner Haut. Alles ist egal. Naja. So, ein Glas. Wir trinken. Lass mal Wasser holen. Lup. Wir trinken auf den gefallenen Kameraden. So. Noch mehr Münzen. Nett. Und das war's dann hier. Mehr haben wir vom gefallenen Kameraden nicht bekommen. Doch. Dieser kleine Frechdachs. Blub. So. Das sollten meiner Meinung nach alle Wachen hier gewesen sein. Ey, dass da sogar noch Wasser rauskommt. Ich mache mir mal eine kurze Wassertaufe. Ich taufe dich. So. Noch was für die Zukunft. Oh, tut mir leid. So. Den habe ich geholfen. Und dann mal raus hier. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Gefangen nehmen. Hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Ein Freund. Oh, wir haben Freunde. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann, dann los. Die haben nur 3 entdeckt, aber wir haben 16 eliminiert, ja. Chaos-Faktor gesamt hoch. Naja, niemanden getötet, alle. Warum haben wir das nicht geschafft? Ey, wir waren noch ziemlich gut. Ja, wir haben die Zimmer gefunden. Wir haben 160 Münzen, 170 fast, nicht gefunden. Naja, okay.
Können wir mal fortsetzen hier? So. Deine Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Na, ich hoffe mal das gleiche wie ich, oder? Wonderful. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Ja, ein schöner Ort. Vor allem der Turm hier sieht für mich aus wie Assassin's Creed. Wenn uns findet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Da jetzt runterspringen. Wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen. Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. Danke fürs Mitnehmen. Was ist das hier eigentlich alles? Ach so, okay. Da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Okay. Okay, also los geht's. Ja. Yeah. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft im Cold War. Nee. Geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Sie kennen die Geschichten. Ja, die kenne ich. Es wundert mich immer noch, dass jemand die Kaiserin und Lady Emily angreifen konnte. Keiner kennt die wahre Geschichte, Trevor. Wir mögen spekulieren, doch die Wahrheit kennen wir nicht. Er ist stark und schnell. Doch ich hoffe, dass er sich auch auf List versteht. Hier geht es nicht um einen Ihrer feinen Maskenbälle, sondern darum, dass wir Menschen töten müssen. Haben Sie jemals jemanden getötet? Nur mit meinem Witz. Aber das ist wie immer ein guter Punkt. Er wird bald kommen und ich freue mich darauf. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Stimmt. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Oh, Bier. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Oh, bekomme ich ja Bier? Wir reden später. Bekomme ich das Bier? Unglaublich. Der bietet mir nicht mal Bier an, Alter. Ich war 6 Monate in Gefangenschaft. Ja. Und er bietet mir kein Bier an. Ein Aprikosentörtchen. Wow, in Einhaben. Unglaublich. Kannst du sie nicht genießen. Gut, dass sie hier ist. Nein. Schon mit Piero gesprochen? Er stellt die Waffen her, die sie bei ihrer Flucht aus Coldridge hatten. Gehen Sie zu ihm. Es wird doch wohl machbar sein, oder? Letzter Versuch. Sie wissen nicht, was es heißt, mit dem engsten Vertrauten der Kaiserin zu arbeiten. Sie ist... Okay, da ist noch was.
Quiero möchte mit Ihnen sprechen. Ja, ja. Er ist, nun, kein Diplomat, aber ein brillanter Kopf. Okay. Oh. Oh, ich bin im Knast. Hier kann man einiges gutes Zeug finden. Das sollten wir uns erst einmal umschauen. So. Okay. Sadala. Erstes Geschoss. Hallo? Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Gut, niemand da. 100 Münzen, Halleluja. Ja, wir machen hier unser gutes Geschäft. Oh, da ist ja trotzdem jemand. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace, bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen, und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja, ich fange morgen noch einmal an. Okay, was wolltest du denn sagen? Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Sie erinnern sich wohl nicht. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hiram Burrows, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer Bastard, sag ich Ihnen. Nun denn. Stören Sie sich nicht weiter. So, was ist hier? Okay, das ist uninteressant. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Goldridge auszubrechen? Und falls ja, werde er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1-5. Naja, wir sind die Nummer 1. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Es ist aus. Schalter, wo ist der Ausschalter? Okay. Lieder. Abonnier. Ja, das ist das Lied von Drunken Waller. What can we do with the Drunken Waller? Ein sehr richtig geiles Lied. Müsst ihr unbedingt mal schauen unter Dishonored Soundtrack. Das ist das beste Lied für ein Spiel, wo ich jemals gehört habe. Oder wo in ein Spiel verwendet wurde. Ja, eine Dienerin. Ah, Lydia. Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Oh. Die Versuche, die gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. So.
Nice. Geschichten. Ey, das ist doch keine Toilette, ey. Das geht doch da unten hier wieder raus und geht dann vor die Füße. Ist ja eklig. Was für Verhältnisse leben wir denn? Das war früher ein Balkon, okay. Hm, Münzen, Münzen, Münzen. Money, money, money. I got money, money. Yeah, yeah. I got money, money. Yeah, yeah. Achtung, Bürger von Dunwall. Während des schrecklichen Mordes... Ah, da ist der Piero. Dann gehen wir mal zu ihm. Aber in der nächsten Folge. Ciao.